Hallo Leute, hier ist Virtual Hunter, willkommen zurück bei Godzilla. Und in meinem letzten Let's Play konntet ihr schon sehen, dass wir das auf leicht durchgezockt haben. Und wir werden jetzt natürlich einen anderen Weg einschlagen. Gibt ja noch viele andere Gebiete, die wir zerstören können und andere Monster, gegen die wir kämpfen können. Wie ihr sehen könnt, der Highscore von dem letzten Spiel, der steht ja immer noch da, eine Größe von 87,30 Meter, Evolutionsstufe 1 und das daneben die Routen, die sind natürlich marschiert durch Tokio. Wir gehen natürlich wieder an Land und jetzt müsste natürlich alles wieder verbessert werden. So dass wir schneller unsere Energieanzeige aufladen. Atomare Atem kann ich leider noch nicht upgraden. Dafür fehlen mir ein paar Sachen. We cannot determine whether it is the same Godzilla as in our records. What does Godzilla want? Oh no, not the generator. Okay, das haben wir ja alles zum größten Teil schon gesehen. Da ändert sich nichts dran an den Dialogen. Und wir fangen bei 50 Meter wieder an. Wie sollte das anders sein? So. Natürlich gucken, dass wir jetzt alles natürlich mal bekommen, nicht so wie in den letzten Let's Play, dass wir ja was übersehen. Dass diesmal auch wirklich alle Stufen und Videoaufzeichnungen mitgenommen werden. Natürlich nach der Stage werde ich natürlich einen anderen Weg einschlagen mit Godzilla. Hubschrauber hier, aber für uns kein Problem. Die holen wir jetzt sehr schnell runter. Jetzt, wenn man natürlich weiß, wie das alles so funktioniert mit der Steuerung, dann funktioniert das Spiel auch wunderbar. Musste mich erst im letzten Let's Play erstmal wieder einspielen. Und ich hoffe, dass euch die drei Teile gut gefallen. Das ist hier natürlich die Dienstagsausgabe von Godzilla. Die habe ich am Montagabend schon aufgenommen. Oder ich nehme sie besser gesagt gerade am Montagabend auch. Uff. I've got Godzilla squarely in my sights. So, hier haben wir jetzt alle Daten eingesammelt. Das hatten wir ja vorher nicht. Ach, da habe ich nur das Wasser getroffen. Auch schön. Katzen springen hier mal wieder rum. Auch schön. So, natürlich läuft
die Anzeige jetzt ein bisschen schneller. Ich glaube, im Vorlevel war, in Vorlet's Play war man nicht so schnell groß. Wieder weg vom Generator, sonst kriege ich wieder einen gewischt. Der hat nur ein Panzer jetzt platt gemacht. Ist doch nicht sein Ernst, oder? Das hat natürlich nichts gebracht. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber naja, ist okay. So, das kennen wir natürlich auch schon. So, da hatten wir Mothra und hier wissen wir noch nicht, wer kommt. Das wird natürlich als schwer angezeigt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Kann ja dann immer noch auf 5 umsteigen, Gebiet 5. Godzilla has entered the area. He's going after the generator. We have no idea how big he can get. Better that we get the party started sooner rather than later. So, das kennen wir noch nicht. Aber irgendwie sieht das genauso aus wie der Hafen, wo wir vorher waren, nur dass der jetzt auch schwer ist. Was natürlich ein bisschen komisch jetzt ist, aber naja, okay. Aber vielleicht schaffe ich es ja diesmal, alles hier zu vernichten. So, hier hatten wir natürlich das Problem mit der Datenerfassung. Da hat das nämlich nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten oder wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das wird natürlich jetzt ein bisschen besser funktionieren.
Ja, wenn man weiß, wie man sich bewegen muss mit Godzilla, dann geht das alles ganz gut. So, ein Signal, was nicht Godzilla ist. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Und die Kampfjets, die fliegen auch hier munter vor sich her. Oh nein, jetzt kommt natürlich das... We're in danger here. So. Okay. Jetzt kommt das nächste Monster. Ich bin mal gespannt, wer jetzt kommt. Der sagt mir jetzt nicht wirklich was. Muss auf jeden Fall ein Monster aus den älteren Godzilla-Filmen sein. 70er Jahre. Drawn to Godzilla somehow? Batra. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Auch weder von Namen noch. Und ich weiß, der wird mir ordentlich die Fresse polieren. Ja, sag ich doch. Genau, schwer ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Aber er kriegt ja auch ordentlich von der G-Force was einzustecken. Aber der haut jetzt eben vor mir ab, was ich ein bisschen merkwürdig finde. So, den habe ich platt gemacht, zum Glück auch. Der war nämlich ein bisschen nervig. Ja, ballert mal ruhig auf mich drauf. Ist ja nicht schlimm. So. Jetzt kann ich aber auch erstmal einen Reaktor erstmal platt machen. Damit wir mal hier auch zum Ende kommen. Von der Stage auf jeden Fall. Ach, das hat jetzt nicht mitgekriegt, dass der Generator aufgeladen hat. So, den habe ich schon mal platt gemacht.
Wenn wir uns mal um die nächste Datenübertragung kümmern. The Data Collection Squad is requesting orders. I've got Godzilla squarely in my sights. Godzilla has reached Zone 3. Ja, geh doch mal zurück. Was soll das denn gut schon sagen? Nein, verpennt. So ein Rotz. Die beiden sind sich ordentlich mal wieder am Prügeln. Finde ich schön. Machen die zwei auch nur, wenn ich irgendwie komischerweise ein Let's Play mache. Da ist doch nichts mehr. So, zum ersten Mal hier auch alle Datenübertragungen mal vollständig. Und wenn man hier nichts mehr sehen kann, weil alles hier zu nebelt ist, ist das natürlich auch... Oh, das Desaster-Level ist natürlich jetzt sehr schnell angestiegen. Schneller als im letzten Let's Play. Ja, jetzt wollen sie es aber wissen und mich platt machen. Aber das bringt mir ein bisschen mehr an Größe. Das finde ich sehr schön, dass ich hier neue Gegner präsentiert bekomme. Nimm ich doch mal die Einladung herzlich an. So, einen habe ich, glaube ich, von Himmel geholt. Und da hinten steht, glaube ich, noch einer einsam und verlassen. Den habe ich, glaube ich, übersehen gerade. Zwei Sachen und der Generator hier und dann haben es auch Leute. Ach, und da ist noch ein Schiff. Was auch noch das Zeitliche segnen sollte. Und diesmal 100%. Ist doch auch schön. Ja,
So. Ein bisschen langsam jetzt gerade hier der Kumpel. Godzilla has destroyed all generators. So, das haben wir doch gut gemeistert. The area has been destroyed by Godzilla. It's hard to say if any of this was worth it. So, Mechgodzilla, den hatten wir schon gehabt. Oh. Gebiet 5 wäre normal. Aber den haben wir doch schon gehabt. Ah, dann machen wir das. Das machen wir noch. Godzilla is on the move. He's taken the exact route we predicted. What happens here will impact the whole planet. We need to act, and we need to act now. Zusatzbedingungen. Ach ja, klar. Die ballern auf mich hier, die Scheißdinger, und Godzilla has reached the data collection point. We're in danger here. Data collection seems to be complete. So, Datenerfassung komplett. Finde ich schön. Und dann bin ich mal gespannt, welches Monster uns hier erwarten wird, gegen das wir kämpfen müssen. Ah, jetzt fliegt er natürlich über mich hinweg. Wie soll es denn was sein? Ja, ich brauche extra stehen, damit ich wenigstens die Datenübertragung noch bekomme. Die Gebäude macht Godzilla so platt. Muss man nicht viel machen. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke gehabt. Ja, was ist? Gucken mich alle hier an. Keiner macht was. Godzilla has reached Zone 3. Unidentified creature confirmed. It's arriving shortly. ETA in 30 seconds. Ah, kommt wieder eine neue Kreatur. Bin ich mal gespannt, wer uns jetzt versucht, den Chaos zu machen. Ich hoffe mal nicht, dass es eine Kreatur ist, die größer ist als Godzilla.
Und das war's schon. Den Kumpel, den hatten wir doch gerade schon gehabt. Der will noch mal gegen uns kämpfen, habe ich so das Gefühl. Aber der ist jetzt mutiert. Das ist natürlich um einiges komplizierter. Ja, Batra wird natürlich nicht in den Zustand leicht zu bekämpfen sein. Und ich habe echt nur 4 Meter Unterschied zu Batra. Aber der bleibt da hinten stehen. Der kommt nicht zu mir hin. Aber ich möchte gerne noch wenigstens ein paar Zentimeter größer. Ah, jetzt kommt er doch eigentlich mal. Boah, der ist ja... Hallo, lad dich auf, lad dich auf. Boah, der will es aber wissen jetzt, das Vieh. Was soll das denn, Leute? Das Vieh, das nervt mich jetzt schon. Den kann ich nur mit meiner Spezialattacke fertig machen. Dann noch die anderen beiden, die Geschütztürme, die auf mich hier am Ballern sind. Das ist natürlich sehr schön. Ah, da ist einer abgestürzt, aber... Kann ich jetzt auch nicht zu. Nicht wirklich. Loskommen. Boah. So, 2 Evolutionseinheiten von Batra bekommen. Ja, dich mache ich jetzt auch erstmal platt. Boah, da haben sie mich direkt in Angriff gestoppt. Alles, was wir an Punkte hier sammeln können, kommt uns zugute. Denn wir möchten ja gerne noch ein bisschen größer werden. Denn es werden durchaus noch größere Monster kommen, die einiges mehr an Größe aufweisen als wir. Nein, ganz kompliziert. So,
Das haben wir eingesammelt. Kann man das Ding da oben auch zerstören? Das bin ich mal gespannt. Nee, da geht er natürlich nicht hin. Das ist nur schön einanimiert worden. Werden mir nur angezeigt, die ich bis jetzt zerstört habe. Erstmal Platz gemacht. Und wir sind jetzt schon 70 Meter, fast 71 Meter hoch. Da haben wir in den letzten Parts lange für gebraucht, das, die Größe zu erreichen. Das muss man sich mal vorstellen. Ging hier auf jeden Fall sehr schnell. Boah, ist doch kein Ding. Ihr könnt mich ruhig ballern. Das interessiert mich gerade nichts wirklich. Ah, noch will ich nicht zum Generator. So, habe ich natürlich wieder was erhalten. Bonus finde ich sehr schön. Ja, da riskiere ich auch mal einen Stromschlag kurz. So, die haben wir auch noch geschafft. The area. Godzilla survived. I am fully aware there are those who consider my decisions hasty. If the people want it, I will gladly step down. So, sie tritt zurück. 73 Meter 37. So, wir könnten... Oh, da würde noch einer sogar kommen. Das ist natürlich interessant. Aber das, meine Lieben, das werdet ihr erst in der nächsten Ausgabe sehen. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung bei Godzilla
Part 4. Und lasst mir noch ein Like da, kommentiert das Ganze und wenn ihr mögt, abonniert doch auch gerne meinen Channel. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer John Hunter.